Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial mit der Unreal Engine 5. Heute geht es um einen neuen Datentyp, und zwar um den Vektor und um den Rotator. Dann fangen wir an mit dem Third-Person-Template. Wir starten direkt los, und zwar im Level Blueprint, Open Level Blueprint. Ja. Nochmal hier oben, Blueprints, Open Level Blueprint. So, das können wir ja auch an die anderen Tabs anschließen. So. Was sind Vektoren? Vektoren haben immer drei Koordinaten, drei Werte. Das ist einmal x, y, z. Wer das schon mal in der Schule oder im Abitur mal mitbekommen hat, der weiß, wovon ich spreche. Vektoren, und es gibt auch noch den Rotator. Das sind quasi die Koordinaten um die Achse gedreht. Fangen wir erstmal an mit den Vektoren. Wir stellen zum Beispiel eine neue Variable mit dem Namen Position, ist egal welcher Name, und hier stellen wir ein, hier oder hier rechts bei den Details stellen wir ein Vektor, ja, Vektoren. So, hier sehen wir nichts, was müssen wir tun? Genau, wir müssen kompilieren. Und da haben wir schon drei Werte, das ist einmal x, wenn ihr drauf geht, dann seht ihr auch einen Tooltip, das ist y und das ist z, ja. So, dann fangen wir mal an, diese Variable hier reinzuziehen, und zwar get. Und wir wollen Folgendes, wir wollen einen Cube, gehen wir nochmal in diesen Viewport, wir wollen einen Cube oder einen Zylinder, nehmen wir einen Zylinder. Dieser Zylinder und jeder Actor, quasi jeder Gegenstand, hat eine Position. Ihr seht das auch an den Koordinaten, also an den Koordinatenachsen, hat einen Punkt, zum Beispiel der hier. Wenn wir in die Detail-Scan gehen, dann sehen wir hier im Transform-Bereich Location, Rotation, Scale, Location. Und dieser Location hat 1800 X-Wert, der Y-Wert ist 1500 und der Z-Wert ist 0. Ja. Das ist quasi hier im World Origin, also in der ganzen Welt gibt es eine 000-Achse und diese ganzen Gegenstände sind relativ zu diesem absoluten Nullpunkt. Ja. So, wir wollen diesen Gegenstand quasi bewegen mit einem Event, mit einem Keyboard-Event. Und dieser Keyboard-Event, den könnt ihr auswählen. Ihr drückt die rechte Maustaste und schreibt zum Beispiel, ist es egal, G. Ja, G, und dann macht ein Leerzeichen und schreibt Key hin. Oder Keyboard, ja. G, da ist ja unser Keyboard-Event. So. G. Ihr habt hier die Position, ja. Jetzt wollt ihr auch die Position von diesem Mesh, also von diesem Zylinder verändern. Das heißt, ihr klickt einmal hier drauf, geht in euer Level Blueprint, klickt rechte Maustaste, create a reference to Cylinder, ja. Jetzt habt ihr eine Referenz zu diesem Zylinder. So. Jetzt gibt es verschiedene Nodes in der Unreal Engine, die Position verändern. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Nodes es gibt. Schreiben wir hier mal ein. Position in Englisch Location. Location. Ja. So. Ja. So. Hier gibt es unzählige. Zum Beispiel Add Actor Local Offset. Add Actor World Offset. Ja. Set Actor Location, Set Actor Location and Rotation. Ja, es gibt unzählige. Wir probieren erstmal eins aus. Ja. Wir sagen zum Beispiel Add Actor World Offset. Ja. Klicken hier drauf. Wir verbinden diesen G-Keyboard Event mit dem Add Actor World Offset. Jetzt steht hier Target. Target ist unser Zylinder, klar. Jetzt haben wir hier gelbe Punkte und gelb zu gelb, das ist ja, wissen wir, gelb ist immer Vektorvariable, Vektordaten. Ja. Überall, wo ihr gelb sitzt, seht ihr, wisst ihr, okay, da muss hier auch ein Vektor rein. Ja. Wir können das auch splitten, das heißt, wir können statt Vektoren sind ja drei Werte ineinander gebündelt, wir können das auch in x, y, z splitten, ja. Das auch. Split Struct Spin, ja, das könnt ihr machen. Ihr könnt es auch recombine, also Collapse Node, ne, nicht Collapse, sorry. Genau, Recombine Struct Pin. Recombine Struct Pin, okay. Wir wollen Folgendes machen. Wir wollen mit der G-Taste 10 Einheiten den Actor quasi nach oben
befördern, also bewegen. Dann müssen wir hier das Delta Location. Delta Location gibt quasi den Delta-Punkt Ziel minus dem vorherigen quasi. So, das war's eigentlich. Jetzt gehen wir auf Compile, drücken auf die drei Punkte, New Editor Windows. So, jetzt drücken wir auf die G-Taste und es passiert nichts. Ja. Wir bekommen auch eine Fehlermeldung und da steht, dass wir den Static Mesh quasi auf Movable ändern sollen. Gehen wir wieder hier drauf, auf unseren Zylinder und hier ist er auf Static, Stationär und Movable. Wir müssen den auf Movable stellen. Und dann speichern wir kurz und gehen auf Play und schauen uns jetzt diesmal an und drücken auf G und schon bewegt sich der Static Mesh. Ja. Escape. So. Jetzt gibt es neben dem World Add Actor World Offset noch diverse andere. Schauen wir uns die mal an. Kappen wir erstmal mit gedrückter Alt-Taste und schauen wir uns mal an, was es noch gibt. Position oder Location. Ja, Location. So. Location. Hier. Location. So, hier gibt es zum Beispiel Get Actor Location, hier könnt ihr auch Position auslesen oder Set Actor Location. Ja, Set Actor Location ist quasi, hier tut er einen bestimmten Delta, also einen bestimmten Abstand hinzufügen, hier tut er einen absoluten Wert einstellen. Das heißt, was für einen Wert wir hier auch einsetzen, dieser Actor wird, also dieser Mesh wird dorthin teleportiert. Ja, der, quasi die neue Position wird angegeben. Und die neue Position sollte, kann zum Beispiel heißen 100, 500 und 30. Ja. Und dann geht er auf Compile, Play. So, wenn ich die Taste G drücke, verschwindet es. Oder es ist irgendwo in der Position, die wir angegeben haben. Ja, das ist Set Actor Location. Jetzt gibt es noch was anderes. Und zwar, das hätten wir schon mal. Jetzt gibt es auch noch Location. Zum Beispiel Add Actor Local Offset. Ja? Add Actor Local Offset. Was ist das? Das ist. Es gibt eine World Position. Ja? Also quasi die Position wird mit Hilfe einer World, also mit dem globalen Koordinatensystem. Das heißt, der globale Koordinatensystem ist immer gleich. Das X, Y und Z hat immer die gleiche Richtung. Es gibt auch ein Local, das heißt, Local bedeutet, je nachdem, wie die positioniert ist, dieser Actor, dieser Mesh, wird auch entsprechend die Koordinatensystem verändert. Das können wir uns mal einmal so anschauen. Wir drehen erstmal diesen Zylinder. Also, hier seht ihr schon, genau das meine ich, ja. Also der World, schauen wir jetzt mal hier an. So, der World Koordinatensystem ist gleich wie immer, also ist nach dem Origin quasi, nach dem originalen Koordinatensystem gerichtet. Und der Local ist, je nachdem wie der Gegenstand rotiert ist, ja, auch entsprechend angepasst an dem Gegenstand. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Z hinzufügen und den, nach dem Local Offset, dann wird er sich so entsprechend bewegen. Wohingegen er sich bei World Offsets beim Z-Richtung immer nach oben bewegen wird und nach unten. Ja? So, dann schauen wir uns mal den Local Offset an. Den Local Offset hier machen wir mal 0 und hier hatten wir auch 0 gehabt. Und hier in Z-Richtung 100. Schauen wir uns das mal an. Compile und auf Play. So. Jetzt haben wir den Local Offset. Genau. Da bewegt er sich entlang der, der Z-Achse, der lokalen Z-Achse. Sehr wichtig. Ja. So. Das hätten wir auch. Ja. Es gibt noch unzählige andere Befehle. Jetzt tun wir uns mal einen anderen Variablen-Typen anschauen, den Rotator. Der Rotator habt ihr auch gleich hier. Der Rotator hat auch drei Werte. Das ist einmal der X,
der Y- und der Z-Wert. Der Rotator hat drei Werte. Dann schauen wir uns das mal an. Das ist einmal der Roll, der Pitch und der Yaw. Ja? Und der Roll, Pitch und Yaw ist folgendes. Ihr habt ja hier ein Transform und so eine Rotationsebene. Das machen wir mal auf World. Und der Roll ist immer die X, die Z-Achse, ja, die Z-Achse rotiert quasi, ja. Das seht ihr hier, rotiert. Das ist der, Roll, ja. Das ist der Roll, genau. Der Pitch ist die Y-Achse. Der Pitch ist die Y-Achse. Das heißt, die Y-Achse ist ja die hier. Und die Y-Achse quasi dreht sich um diese Achse. Ja, um diese Achse. Ja, und das ist in der Unreal Engine als Pitch deklariert. Und die Z, ja, Z kennen wir ja. Z ist ja nach oben. Und um die Achse bedeutet dann Yaw, ja. Das heißt, um die Achse von Z drehen wir dann Yaw, ja. Das ist nachher wichtig, wenn ihr zum Beispiel einen Charakter habt und die Bewegungseinstellung einstellt, zum Beispiel, wie bewegt sich die Kamera, dann bewegt sich die Kamera einmal meistens um die Z-Achse und einmal um die X-Achse, ja. So nach unten und oben, wenn man nach unten und oben schaut, oder um die Z-Achse. Ja. So, das war's dann für heute bezüglich Vektoren und Rotatoren. Das ist auch sehr wichtig nachher bei der Entwicklung von Anwendungen. Und da habt ihr unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Ja, und das schauen wir uns später im weiteren Verlauf der Videos an. Ich bedanke mich nochmal für heute und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin, tschüss!